Wie groß, wie schwer, wie viel? Das ist das Motto der jährlichen Bestandsanalyse des Dresdner Zoos. Während der neue Sunder Gavial de Gaulle neugierig zuschaute, wurde zum Besuchstermin im Professor Brandes Haus gezählt, gewogen und gemessen. Los ging es mit zwei Kugelgürteltieren. Was für das Muttertier schon Routine ist, war für das aufgeweckte Jungtier eher abenteuerlich. Nach einem kurzen Aufenthalt in der Waagschale durften beide zurück in die Transportbox. Anschließend wurden zwei Wickelschwanzskinke gemessen. Mit ihrem kräftigen Schwanz und den scharfen Krallen können sie sich überall ziemlich gut festhalten. Die Echsen werden in freier Wildbahn bis zu 75 cm lang. Zum Abschluss wurden madagassische Riesenfauchschaben gezählt. Ihren Namen verdanken die Tiere dem charakteristischen Geräusch, das sie bei Gefahr von sich geben. Im Vergleich zu anderen Schabenarten sind diese Exemplare jedoch weniger agil, zur Freude der Pfleger. Und worüber freut sich der zoologische Leiter am meisten? Wenn man ein Tier, was jetzt geboren ist, ist ein Nesthocker, sitzt noch im Nest und das kommt dann zum ersten Mal raus und man sieht das und das ist eine Geburt, auf die man lange gewartet hat. Das hatten wir dieses Jahr bei unseren Schneeleoparden. Das ist die erste Nachzucht seit dem Krieg. Als das Jungtier dann im Sommer, das erste Mal Ende des Sommers, von der Mutter herausgeführt wurde aus der Mutterstube und wir den kleinen Schneeleoparden draußen mal gesehen haben, das war sehr schön. Raus aus der Stube traute sich im Schnee auch so manch anderer Bewohner. De Gaulle hingegen zog sich wieder zurück in sein Versteck. Aber hoffentlich nicht bis zur nächsten Inventur in einem Jahr.